Der Navarra-Turm rechts und der Orval-Turm links bilden zusammen ein architektonisches Ensemble. Dieser Artillerieturm ist das komplizierteste Bauwerk unter allen im 16. Jahrhundert in Langres errichteten Türmen. Der Navarra-Turm wurde im Auftrag des Königs erbaut, um die Stadt und die Ostgrenze des Reiches zu schützen. Die Außenverkleidung der Mauern dieser beiden Türme mit sogenannten Bossensteinen ist kennzeichnend für die Bauweise der Renaissance.